Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. Über C# sprechen wir und wir sprechen über Methoden. Ich werde jetzt einfach, der Einfachheit halber, werde ich einfach mein Programm hier hernehmen. Dieses sinnlose Programm, welches die vielen verschiedenen Arrays ausgibt. Und wir sagen, ja, wir machen jetzt Folgendes, bitte. Ja, wir machen hier eine Methode rein. Ja, diese Ausgabemethode, da unten haben wir eine Sache gehabt, die haben wir doppelt gemacht. Ja. Das werde ich jetzt einfach in eine Methode schreiben. Und Methoden ist eigentlich nicht schlecht, wenn man die irgendwo so am Anfang irgendwo hinschreibt. Ja, also irgendwo nach Using, nach den globalen Variablen, schreibt man die Methoden normalerweise rein. Ja. Was haben wir gehört über Methoden? Wie beginnen wir Methoden? Mit Static. Jetzt gibt es einen Rückgabewert. Ich brauche gar keinen Rückgabewert. Was soll mir diese Methode denn zurückgeben? Soll jetzt einen Hinter schreiben? Was soll ich denn schreiben? Ne? Wenn ich das nicht brauche, kann ich den Typ void verwenden. Das ist auch häufig verwendet. Void heißt nichts. Ja? Void ist die Leere. Ich gebe nichts zurück. Die Leere gebe ich zurück. Jetzt brauche ich einen Methodennamen. Und das ist Display Field. So nenne ich meine Methode. DisplayField. Ja. Und mache Klammer auf, Klammer zu. Das ist jetzt meine Methode. DisplayField. Was übergebe ich dieser Methode? Diese Methode übergebe ich eine ArrayList. Ja. DisplayList. Das möchte ich da drinnen übergeben. Ja? Gut, und was soll da drinnen passieren? Ich kopiere mir jetzt einfach das von da unten rauf. Ja? Das da. Ich nehme das hier. Das soll da passieren drinnen, genau das. Und jetzt muss ich aber aufpassen. Ja? Da steht Dynamic. Ja? Dynamic hier nicht 0 und puh. Statt Dynamic muss ich jetzt natürlich das DisplayList verwenden. Jetzt muss ich mich hier allgemein halten. Länge des Arrays, Inhalt des Arrays. Ja. Und eigentlich war es das. Ja? Das heißt, diese Methode DisplayField, der übergebe ich eine Liste, die es herzuzeigen hat. Ja? Dann gibt es aus die Länge des Arrays, ja? Und was alles drinsteht. Jetzt kann ich die Methode da unten aufrufen. Ja? Jetzt statt diesem ganzen Zeug hier, ja? weg. Ja? Auch hier, weg. Ja. Statt diesen Zeug mache ich hier einfach Display Field und übergebe das Feld Dynamic. Ja. Das ist ein Blödsinn gewesen. So. Und das mache ich da unten auch nochmal. Jetzt rufe ich hier die Methode auf. Ich rufe zwar zweimal die Methode auf, aber wenn ich einen Fehler in der Methode habe, dann kann ich den hier ändern. Kann ich das hier ändern und das ist auf beiden Stellen geändert. Schauen wir uns einmal an, was da jetzt rauskommt. Play, erstellen, gestartet. Übersetzen wir die Sache. Länge des Arrays 25, Länge des Arrays 24. Also genau das kommt raus. Wir sehen, es steht nicht mehr Dynamic, sondern Arrays, weil wir uns ja hier praktisch Wir wissen nicht, welches wir übergeben bekommen. Ja, es kann etwas ganz anderes sein. Und deswegen habe ich hier einfach Arrays hergeschrieben, um allgemeiner zu sein. Passt. Ja. Was wir nun machen? Kommentieren. Immer wichtig, ja,
Methode, Display Field. Was hat die Methode für einen Sinn? Den Inhalt eines Arrays herzuzeigen. Gut schaut's aus. Also das ist ein Beispiel einer Methode. Mit Übergabeparameter. Zurückgeben wir nichts. Brauchen wir nicht. Ja, sollen wir da zurückgehen. Und fertig. Fertig. Mehr brauchen wir nicht. Sehr schön. Methoden. Ja, jetzt. Diese Methoden werden uns jetzt noch halt etwas länger beschäftigen. Ja. Wir werden jetzt auch über Übergabeparameter sprechen. Ja. Und überladen. Nächstes Mal werden wir überladen. Ja. Was überladen bedeutet. Ja. Jetzt nicht viel einfüllen, ne, sondern eine Methode zu überladen. Das werden wir uns das nächste Mal anschauen. Mit diesem Beispiel. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.